Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 31.05.2019. Gestern war Vatertag und ich bin so ein klein wenig dizzy. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. So, da haben wir noch von gestern die Basketball-Skins, dann haben wir ein neues Outfit, eine neue Picke und einen neuen Gleiter. Ja. Und eine neue Lackierung. Fangen wir mal auf der rechten Seite an. Das ist hier diese Messhacke wieder. Für 500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir. So, Messhacke kriegt von mir 6 von 10. Das müsste der Kaliber sein, glaube ich. Und er hat hier ein Voting von 3,96 von 5 bei 23 Votes am 5. August 2018. Das ist mal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 32 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 1. Mai 2019. Vor genau 30 Tagen. So, sensationell. Jetzt haben wir auch den Sound endlich drin. So, jetzt gehen wir in die sexy Schräglage rein. Flippen sexy. Mega cooler Emote. Absoluter OG-Emote, das Ding, das ist schon so uralt. Wenn wir gleich sehen, kriegt von mir 9 von 10. Flippen sexy. Flippen sexy hat hier ein Voting von 4,56 von 5 bei 16 Votes. 5. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 24 Mal seitdem, 46 Reminders. Wir waren das letzte Mal vor 34 Tagen am 27. April. Jo, dann haben wir den Weitschuss für 1200 V-Bucks. Klassischer Sniper. Ja, hier unten rechts sieht man das Objektiv. Ist cool gemacht. Da Nachtsichtbrille oder sowas. Jo, würde mal sagen, kriegt von mir 6 von 10. Der Longshot. Longshot hat hier ein Voting von 3,16 von 5 bei 32 Votes. Am 16. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 54 Reminders. Letztes Mal vor 15 Tagen im Shop am 16. Mai. Jo, da haben wir hier diesen Nachtlicht, Nightlight. Ja, ich finde den, ja, ist ganz okay, aber ja, kriegt auch von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks, der Nightlight. Und der Nightlight hat hier ein Voting von 3,58 von 5 bei 65 Votes. Am 4. Mai 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 20 Mal 62 Reminders. Am 12. Mai 2019 von 19 Tagen das letzte Mal im Shop. Disruptor für 800 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Der Disruptor hat hier ein Voting von 3,4 von 5 bei 10 Votes am 20. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 4 Reminders. Jo, vor 37 Tagen am 24. April 2019 das letzte Mal im Shop. Tagtraum. Für 800 V-Bucks kriegt das Teil 7 von 10 von mir. Das ist der Daydream. Und der Daydream hat hier ein Voting von 3,68 von 5 bei 31 Votes. Am 14. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3x78 Reminders vor 41 Tagen am 20. April 2019 zum letzten Mal. Ja, dann haben wir hier diese ganzen Basketball-Skins. Die Benotung, weil die schon so lange im Shop sind, werden sich seit gestern nicht großartig verändert haben. Oben in der rechten Ecke ist das Video verlinkt dazu. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, dann kommen wir hier mal zu dem, ja, das hier, dieses Shamisen. Das ist ja tatsächlich, wie ihr seht, hier habt ihr drei Seiten. Das ist ja so ein japanisches, ich glaube japanisch ist es, ein japanisches Saiteninstrument, also eine japanische Gitarre. Hier so ein bisschen stylisch und ja, da mit einer brachialen, mit so einem brachialen Axtblatt versehen, hier auf der rechten Seite.
mehrere Zacken. Alter Vater, wenn du mit dem Teil irgendwie auf die Birne hauen würdest, das wär, würde schon ziemlich wehtun, würde ich sagen. Für 800 V-Bucks schon ziemlich krank. Kriegt Chamisen, kriegt von mir 7 von 10. So. Chamisen hat hier ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote aktuell. 4 Reminders. Ich muss auch nochmal einblenden. Den Banzai! Das ist der Banzai! Also jetzt bin ich mir ziemlich sicher, wenn da der rote Punkt drauf ist, japanische Flagge. Ja, auch ein bisschen auf rockig gemacht, hier mit den Nieten an der Seite. Ist ein Standardleiter, aber ein bisschen verziert, kriegt von mir 3 von 10. Bin ich jetzt nicht so mega begeistert. Ich glaube, da ist auch noch kein Voting da für das Teil. Doch, ist ein Voting. Nein, ist noch nicht. Wo ist es denn? Da. Nö, ist noch kein Voting da. Dann haben wir Konvergenz. Neue Lackierung. Gucken wir uns jetzt mal an. Oh, sieht ja eigentlich hier ganz cool aus. Oh, hat was. Boah, das ist eigentlich, ja, ist eigentlich ganz, ganz, das sieht schon irgendwie cool aus, muss ich sagen. Also mir persönlich gefällt diese Lackierung echt ganz gut. Boah, beim Bogen sieht es immer richtig nice aus. Für 300 V-Bucks Konvergenz, muss sagen, die Lackierung gefällt mir sehr gut, kriegt von mir 8 von 10. Ist halt jetzt keine animierte, trotzdem gefällt sie mir sehr gut. Und Konvergenz hat hier ein Voting von momentan 5 von 5 bei einem Vote. Jo. Hammert. Ja, dann gucken wir uns mal diese. Oh. Gucken wir uns mal diese Takara an. Also, das ist halt so ein echt klassischer Japan-Style, ne? Da mit diesen weißen Masken oder beziehungsweise Gesichtsfärbungen. Da auf der, welche ist es, die linke, auf der linken Tutitatu-Tutu. So, da haben wir den roten Punkt, den roten japanischen Punkt. Oder runter sieht das nicht genauso aus. Die Stiefel auch so ein bisschen Japan-Style. Von den Geishas, die haben ja auch solche komischen Absätze da unten drunter. Das war alles richtig auf Japan gestylt. Die Handschuhe sehen mega strange aus. Irgendwie hat das Teil was. Kriegt von mir, auch hier die ganzen Nieten und so, kriegt von mir 7. Na Moment, wir gucken nochmal uns ganz kurz den da an. Der sieht halt mal mega geil aus, ne? Ja, bewegt er sich? Hat er auch die Augen bewegt? Die Augen bewegen sich mit, ne? Oder? Ja, die Augen bewegen sich ein bisschen mit, ne? Ja, der sieht ja mal richtig krass aus, ne? Also hier das Backpack sieht ja mal mega geil aus. Ohne Scheiß. Richtig cool. Ja, da kriegst du sogar noch eine bessere Note. Kriegst du von mir 8 von 10. Also, wow. Cool. Tamara für 1500 V-Bucks von mir 8 von 10. Und da gucken wir mal. Das ist die Takara. Und Takara hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 4 Votes. Ja. Ich hoffe, ihr hattet alle gestern einen geilen Vatertag gehabt. Ich war unterwegs. Einen schönen Vatertag gehabt, muss ich sagen. Und kann nur an alle von euch nochmal sagen, an alle Väter da draußen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist mit euren Söhnen, seid stolz auf die Jungs. Schwere Zeit. Und an alle Söhne da draußen,
Auch wenn die Väter manchmal schwierig sind, die meisten meinen es echt gut mit euch. Also, es ist nicht immer leicht mit uns, ich weiß. Wir sind manchmal auch schwierig. Aber insgesamt gesehen haben wir euch trotzdem gern. Also, euch, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Engel. Ich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.